Guten Morgen, Leute. Nee, warte. Oh, ist schon zwei. Ups. Ja, guten Tag oder was auch immer. Nein, ich kann nicht mehr vloggen. Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Lange, lange ist es her für mich zumindest. Wie geht es hier nicht ganz auf? Ja, lange, lange ist es her für mich. Tatsächlich schon so knapp eine Woche. Nee, das stimmt gar nicht. Der letzte Vlog, den ihr auch gesehen habt, war der Toskana-Vlog. Da war ich ja mit meiner Klasse unterwegs. Wer das noch nicht gesehen hat, da war ich in der Toskana in einem richtig harten, noblen Hotel. Guckt einfach mal hier oben vorbei. Den Vlog bin ich hier gerade am Schneiden. Und ich versuchte noch rechtzeitig fertig zu bekommen, denn ich bin um 17 Uhr mit dem lieben David Toastbrot verabredet. Oh, sorry David, da musst du schon wieder sein. Denn wir gehen in den neuen Spider-Man und ich bin mega hyped, weil ich muss sagen, so die Trailer, die ich in letzter Zeit gesehen habe, die waren schon ganz schön cool. Ich musste auch noch online Tickets buchen. Aber Leute, macht euch gefasst. Ja, unglaublich, aber diese ganzen Pakete sind einfach in den 5 Tagen gekommen, wo ich nicht da war. 5 Tage und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Pakete. Und sorry, dass ich so mega wasted aussehe, aber ich habe noch nicht geduscht. In den Paketen sind teilweise richtig krass coole Sachen drin. Unter anderem eventuell eine neue Kamera. Ja, da ist mal eine neue Kamera drin, aber jetzt muss ich erstmal noch den Vlog von der Toskana schneiden. Aber Leute, das dauert mir alles zu lang. Ich mache es einfach kurz schnell. Ja, moin. Mann, hier geht es richtig. Leute, wie ihr sehen könnt... Oder auch nicht. Danke dafür, Alblali. Wie ihr sehen könnt, das Video lädt hoch. Und wer ist da? Der David Toastbrot. Mit dem gehe ich ja bekanntlich gleich ins Kino. Und der eskaliert ein bisschen, weil hinter ihm liegt die ganze Zeit meine neue Kamera. Und die liegt da seit 2 Tagen. Und ich packe sie einfach nicht aus. Ich bin ein Rebell. Ich bin einfach ein Rebell. Ja, und das Video lädt jetzt gerade hoch. Ich muss noch duschen gehen. Ich muss noch Zähne putzen. Und dann gehen wir ins Kino. Und vielleicht, vielleicht packe ich danach... Nein. RIP. Sieh dir den David? David! 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 Du Stück Schei... Nein. Dafür müsst ihr die 10 Minuten Werbepause. It's just a prank, bro. Was? Okay, Leute, ich bin jetzt geduscht und der David hat mich jetzt so lange überredet, dass wir jetzt die Kamera auspacken. Aber auf den Rest müsst ihr noch warten, da sind nämlich noch ein paar coole Sachen drin. Ich hoffe, dass ich die heute noch auspacken kann und ich hoffe, dass du dann da auch dabei bist. Ich würde sagen, wir widmen uns jetzt mal dem interessanten Package. Mal auf dein Niveau runter! Ja, Leute, ihr müsst wissen, vielleicht haben es manche mitbekommen, Amazon hatte Prime Day, das war am 11., glaube ich. Am 11. Ja. Juli war Prime Day und da waren halt richtig viele technische Sachen oder auch anderes, war halt richtig krass runtergesetzt. Und zum Beispiel war die Sony A6300, also nicht die, die mir David ausgeliehen hat, weil habt ihr alle gesagt, die wäre scheiße. Ja, du hattest aber auch die falsche Einstellung. Ja, genau, alles auf die Einstellung. Ja, ist so. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt halt die... viel bessere Version geholt. Und die war halt, glaube ich, um 30% runtergesetzt. Also schon ein recht guter Deal. Seid ihr bereit? Pow, pow! Alle! Übrigens auch Respekt an das krasse Packaging hier. Die Box bewegt sich eigentlich kein Stück. Ja, da ist das gute Ding. Sony A6300 mit Objektiv und zwar 16:50. Genau, mit 16 bis 50 mm Objektiv. So, ich mache jetzt mal direkt noch auf. Wir haben noch, oh ja, ganz easy, 10 Minuten, bis der Film anfängt, beziehungsweise bis die Werbung, oh, welches schneiden soll. Nein, keine Ahnung. Und ich werde damit mal die nächsten Tage etwas rumprobieren und hoffe, dass die Kamera nice ist. An der Kamera ist jetzt... An der Kamera ist jetzt zum Beispiel mega nice, dass ich 120 FPS aufnehmen kann. Ich kann 4K aufnehmen, das ist schon mal mega krass. Ja, sie hat kein umklappbares Display, aber da ist der Fokus eben auch so schnell wie bei David. Und ich hoffe einfach, dass sich das Geld gelohnt hat. Und ich bin jetzt dann auch bald mal endlich fertig mit meinem ganzen Equipment, weil ich habe mir jetzt echt richtig viele teure Sachen gekauft. Leute, ich hasse das, ne? Ich mag es gar nicht, so viel Geld auf einmal auszugeben. Und hier, Jesus, ist sie klein. Geil, der Fokus. Ja, die ist klein. Fokus jetzt? Warte, ja. Hier ist sie, das ist meine eigene Kamera, das ist nicht Davids Drecks-Scheiß. Yeah, Ladies, das hier und Gentlemen, das hier ist meine neue Kamera. Mach die mal an. Knackgut drin. Genau, das hat mir der David nämlich auch gerade gesagt. Es ist halt kein zweiter Akku dabei und auch kein Aufladegerät. Digga! Jetzt mal an die Leute von Sony, ne? Ihr macht ja ganz gute Kameras und so, aber kein Aufladegerät? Seid ihr Jack oder was? Es gibt's schon, aber das muss man sich dazu bestellen. Ja, eben. Und ich hoffe jetzt, dass der Akku voll ist, weil ich möchte damit eventuell schon ins Kino. You see this?
Gelübden. Oh, geil. Ja, ich würde sagen, David, es hat dann absolut nichts gebracht. Die Kamera ist jetzt zwar ausgepackt, aber ich werde jetzt erstmal noch im Kino mit der weiterfilmen. Kinox.de/OtschTV Comedy. Joke. Nicht, dass das hier noch jemand ernst nimmt, Leute. Genau, weil die Kackkamera hier muss erstmal aufladen. Und ich denke, ihr werdet dann in den nächsten Tagen so einen kleinen Test damit sehen. Also, wo ich die mal so richtig austeste mit Slow Motion und allem. Ne, seit ich meinen Laptop habe, ist USB 2.0 so kacke. Weil USB-C kannst du halt einfach beidseitig reinstecken. USB 2.0 musst du immer rumfummeln. Also Leute, genug rumgelabert hier. Also gehen wir ins Kino, oder? Gehen wir ins Kino. Was war das? So, wir sind beim Kino angekommen. Und wir geben uns jetzt Spider-Man Homecoming. Ich bin hyped. Schön. Die Kamera bitte einmal ausschalten. Oh ja, sorry. Tschüss, die Kamera. See ya. Wir sind zu spät, Leute. Ja, mein Wecker hat dich gefehlt. Ja, dein Wecker. Also, dann starte jetzt die Kamera. Ach, scheiße. Zwei Stunden später. Leute, fragt mich bitte nicht, was das gerade war. Ne, David? Absolut spontane Aktion, nicht geplant. Nein. Leute, ist was richtig Beschissenes passiert. Ne, David? Seid ihr bereit? They ask you how you are, you just have to say that you're fine. You're not really fine. RIP an die zweite G7X. Ja, Leute, das hier ist die G7X meines Vaters. Auf jeden Fall ist sie halt richtig zerstört. Man muss sagen, wirklich sehr, sehr blöde Geschichte. Also, wir waren gerade im Kino. Der Film war eigentlich echt ganz cool, oder? Also ich finde ihn auch ganz nice. Und dann sind wir vom Kino wiedergefahren und ich hatte halt die Kamera in meiner Hosentasche und ich habe so eine Chino-Hose. Genau, oh, heute Gott. Ist mein Tag. Wo war ich stehen geblieben? Genau, ich hatte das in meiner Hosentasche drinstecken und David hat so die ganze Zeit so, yo, soll ich das nicht in meine Tasche machen? Und ich so, nee, passt schon. Und dann habe ich mich mal für 5 Minuten nicht drauf konzentriert. Plötzlich spüre ich eine Erleichterung in meiner Hosentasche und hinter mir macht so dum, 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 dum. Und ich so, ich mache halt mit dem Fahrrad instant so eine fette Vollbremse und gucke nur so nach hinten. Sehe so diese Kamera irgendwie hier so auf dem Boden liegen und denke so, ey, nein, oder? Weil ihr müsst wissen, Leute, die jetzt schon etwas länger dabei sind, meine alte Kamera ist ja kaputt gegangen, da ist ja das Display abgefallen. Und ich benutze jetzt seit ein paar Wochen, Monaten die von meinem Vater. Und ich habe immer gesagt, ich will nicht mehr die von meinem Vater benutzen, weil ich Angst habe, dass ich sie kaputt mache. Und was für eine Ironie ist es, dass an dem Tag, wo diese Kamera kommt, die von meinem Vater kaputt geht. Junge! Ja, auf jeden Fall sind dann hier diese, ist dieser Schließmechanismus da kaputt gegangen. Ist jetzt kaputt. Mein Vater weiß es noch nicht. Ich würde sagen, David, ich rufe den jetzt mal hier live im Video an. Hallo. Sorry, Papa, dass ich dich gerade störe. Ich muss dir was beichten. Du musst mir was beichten. Ja, und alle können zuhören. Ich habe deine Kamera kaputt gemacht. Meine? Ja. Ich will dich jetzt nicht weiter stören, wir können ja heute Abend nochmal FaceTime. Ja, also man kann mit der nicht mehr filmen, die ist kaputter als meine. Okay. Ja, sorry. Also war voll meine eigene Schuld, es hat mir halt beim Fahrradfahren so aus der Hosentasche gefallen und dann bis bald. Und gräme dich nicht, es ist halt jetzt alles verkehrt. Ja. Hauptsache, du bist gut. Okay, bis dann, hab dich lieb. Ja. Tschüss. Na gut, dann immerhin will er mich nicht schlagen. Weil ihr müsst wissen, der ist halt gerade in Berlin für eine Woche. Naja gut, also ihr habt's gehört, ich muss einen Text für die Versicherung schreiben. Der David bleibt noch hier und isst, oder? Nice. Genau, und um die Pakete? Wann kümmern wir uns um die Pakete? Sollen wir es jetzt noch kurz machen? Nachdem ich den Versicherungstext geschrieben habe, packen wir die Pakete aus und ich würde sagen...
Ja, da sind wir wieder back. Oh Gott. Ja, Leute, was ihr jetzt gerade nicht gemerkt habt, das könnte zwar von gerade eben sein, die Aufnahme, aber wir waren zwischendurch noch essen, hatten Geschlechtsverkehr. Alles klar, Digga. Und ich würde sagen, Leute, wir machen jetzt mal ein fettes Unboxing, denn wir haben hier 1, 2, 3 und 4 Pakete. Das sind sogar 2 Pakete und ich glaube, die hier gehören zusammen. Ich könnte mich aber auch irren. Und ich fange jetzt mal mit dem hier an, weil das ist das, auf das ich mich am meisten gefreut habe, glaube ich. Denn da könnte eventuell ein cooles Teil für mein neues MacBook drin sein. Fuck off. Oh ja. Wir haben hier einmal ein Satechi USB-C Hub. Ja Leute, ihr wisst vielleicht, ich bin ein absoluter Design-Freak. Und manche wissen vielleicht auch schon, ich habe schon so einen USB-Hub. Aber das hat mir einfach nicht schön genug und ich hatte andere Pläne damit. Auf jeden Fall war dann Satechi so nett und hat mir das Ding hier zugeschickt. Und scheinbar auch noch ein Kopfhörerstand. Danke dafür. Hashtag not paid to say that. Ich überlege mir gerade, ob ich den Kopfhörerstand hier noch verlosen soll. Wenn ich das mal machen soll, schreibt es vielleicht mal in die Kommentare, wie manche vielleicht wissen. Ich bin der absolute G in Verlosungen. Die haben bis jetzt immer geklappt. Da ist das gute Ding. Ich würde sagen, ich demonstriere euch das jetzt mal kurz. So, hier normalerweise hatte ich hier immer so ein komisches Ding mit so einem Kabel dran. Das ist natürlich nicht so schön, nicht wahr? So, und jetzt mal angenommen, ich möchte zum Beispiel meine SD-Karte hier reinstecken. Also da ist SD-Karte, Mini-SD, USB-C, USB-C und USB normal drin. Angenommen, ich möchte das jetzt reinstecken, mache ich einfach hier so. Zack. That's it, boy! Und ich finde halt einfach, das sieht tausendmal nicer aus als das mit dem Kabel. Genau, das wird dann mein Go-To-Adapter sein, also wenn ich irgendwo hingehe. Und den anderen, den möchte ich hier so unter den Tisch kleben, dass ich den hier praktisch immer hängen habe und dann mit einem Verlängerungskabel zu meinem MacBook. Okay, wir haben das Game ein bisschen abgesteppt. Wir haben jetzt da so eine schnieke Lampe drauf. Ich hoffe, jetzt könnt ihr mich besser sehen. Wir machen direkt mit dem zweiten Paket weiter. Eine Laptop-Halterung und ein Verlängerungskabel bestellt. Was bist du? Ich weiß, was es ist. Also, ihr stellt dann das Ding hier so auf euren Schreibtisch und dann nehmt ihr euren Laptop. Schreibst du einfach so rein. Das Ding steht stabil. Aber es ist schon viel zu dunkel und dann sieht das Bild nicht mehr so nice aus. Wir benutzen, wie gesagt, hier gerade schon so ein nettes Lämpchen. Ich würde sagen, die 3 Pakete machen wir morgen, beziehungsweise dann im nächsten Video, was ihr sehen werdet. Vielleicht ist es auch morgen, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht bin ich auch ein faules Ass. Ciao.